So, habe jetzt einfach Aufnahme neu angeschmissen, dann ist alles sicher. Christian ist gerade weg, holt sich was zu saufen. Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Meine Facecam ist heute super, weil mein Headset nicht fürs Aufnehmen funktioniert und deswegen fettes Studio-Mikro. Hi. Pokémon Presents wird wahrscheinlich nur um Remakes und Legends gehen. Remakes jucken eigentlich keinen von uns. Das war kurz der Recap. Und dann hatten wir noch schlechte Witze darüber, dass es positiv ist, dass man mein Gesicht nicht sieht und dass wir Stand-up-Comedians werden sollten, woraufhin ich aufgestanden bin. Noch 6 Minuten. Yay. Ich muss euch dann so lange allein unterhalten, bis Christian Neckeck wieder da ist. Der holt sich gerade seinen Alkohol, ohne den hält er es mit mir nämlich nicht aus. Ich frage mich auch manchmal, ach, ja, wo wir gerade davon reden. Ich wollte gerade philosophieren, wie es eigentlich sein kann, dass so viele Minderjährige meine Videos schauen, obwohl man die ohne Alkohol gar nicht aushalten kann. Eine gute Frage. Wie kann ich das aushalten Du ohne guckst meine Alkohol? Videos nicht. Stimmt. Und Alkohol hast du dir ja gerade geholt. Nee, ist eigentlich reines Wasser. Das ist Alkohol. Nee, eigentlich nicht. Hallo, hast du den Skript nicht gelesen? Das ist Alkohol. Wir haben ein Skript, seit wann da? Deine Witze Jetzt. sind doch immer so witzig und spontan. Ja, immer. Wenigstens muss man dein scheiß Gesicht nicht sehen. Wir sollten Stand-up-Comedians werden. Limau, ich hab mich hingestellt. Jetzt hat er einen stehen. Was? Das ist notiert. Ja. Das ist immer das Schöne, wenn ich eine Live-Reaction mache. Ich laber schon vorher so viel Scheiße, dass kein Zuschauer so lange dranbleibt, bis eigentlich die Präsentation losgeht. Ja, wenn wir wenigstens relevante Sachen labern würden, aber. Hä, das ist sehr relevant. Okay, ich glaube, die Hälfte skippt sowieso den Anfang durch und geht bis, wenn die Präsentation losgeht. Not gonna lie. Oh, mach nicht gleich eine Timestamp Weil ich rein. Leute dazu bringen will, alles zu gucken. Für the Watchtime. Zuschauerbindung nennt man das. Du meinst eher Zuschauer in den Kellersperrungen. Ja, das auch. Aber das kommt später. Außerdem habe ich gerade keinen Platz mehr im Keller. Du musst die Zuschauer erstmal zum Essen ausführen, ein bisschen kennenlernen, die Stars. Dann kommt das Chloroform. Genau. Hat eigentlich deine Bestellung geklappt? Ja, ich versuche immer noch herauszufinden, was man macht, wenn man aus Versehen Chloroform eingeatmet hat. Ich habe vorhin mal gegoogelt. Also zumindest Bing sagt, sterben. Ah, das wollte ich sowieso nächsten Dienstag machen, das ist gut. Ah, perfekt, ja. Dann brauchst du dir ja gar nicht mehr so viel Mühe geben. Da hast du ja schon gute Vorbereitungen getroffen. Ja. Ich überlege gerade, wie lange du nicht mehr in einem Video dabei warst und wie viele Leute, die das hier jetzt gucken, dich deswegen gar nicht kennen und nicht wissen, was sie von diesen Diskussionen halten sollen. Also, ich glaube, das letzte Mal war wahrscheinlich bei irgendeinem Podcast. Ja, ich weiß gerade nicht, ob der letzte Podcast oder die letzte Folge Cards Against Humanity kürzer her ist. Psst, schaut diese Videos an. Qualitätscontent. Ja, oder der Adventskalender könnte es auch sein. Wir haben bestimmt nicht das ganze Jahr kein Video gemacht. So. Wäre ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ach, irgendwas war da. Wir müssen generell mal wieder Cards Against Humanity machen. Hey, was ist los, aber? Ja, true. Da müssen wir mal wieder ein paar Leute ranklopfen. Wir haben ja noch Ferien. Das schaffen wir bestimmt irgendwann nächste Woche oder so. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Ja, ist so. Ja, haben wir jetzt schon die Zeit fast rumgebracht. Cards Against Humanity ist halt immer Wir haben die super. Zeit schon fast umgebracht mit unserem Gelaber. Das ist schon mal gut. Was, wir haben die Zeit umgebracht? Ja, mit unserem Gelaber. Ich hab auch eine Weißt Schere. du? Wir haben sie nicht geschnitten, wir haben sie umgebracht mit Worten. Ach Worte so. sind die größte Waffe der Menschheit, Leute. Ja, Ja,
Jeder, der bis an diese Stelle hier geguckt hat, was sollen sie in die Kommentare schreiben? Ach ja, ich hatte doch so einen tollen Hashtag eben gerade. Hashtag Make Pokémon Jesus Again. Ja, das könnt ihr schreiben. Und die echten Ehrenmänner schreiben jetzt mindestens 3 Sätze, in denen sie sich beschweren, dass ich rassistisch bin und mein Kanal gecancelt werden sollte. Und die OGs machen außerdem noch den Hashtag, den wir im Podcast gemacht haben, rein. Oh ja. Da sehen wir jetzt, wer die richtig krassen Leute sind. Ich meine, ich weiß aber immer noch, wie ich Folge Podcast schauen, damit man herausfindet, was für ein Hashtag das war. Ich frage mich immer noch, wie ich es geschafft habe, noch für keine CAH-Folge gestrikt zu werden, also. War ja nicht mal was mit dem N-Wort? Das hatte ich rauszensiert, deswegen. Ja, nee, aber davor. Ja, vor Cards Against Humanity habe ich schon einen Strike wegen Rassismus kassiert. Ah, good old times. Ich glaube, die Story kennen die meisten. Damals, als ich noch rassistisch war. Das ja, war die guten alten Zeiten, als ich noch Minecraft gespielt habe, irgendwie 13 war und wegen Rassismus auf YouTube gestrikt wurde. Ja. Das ist so eine dumme Story. Das ist einfach. Kinder sind dumm. Punkt. Ja. Einfach also, ja. Ich bin nicht viel schlauer geworden in den letzten 5 Jahren, aber trotzdem, ja. Also bei mir kommt's drauf an. Ich weiß inzwischen besser, wofür ich gestrikt werd. Sonst bin ich dümmer geworden. Das ist das Einzige, was man sich merkt. Ja, ich weiß jetzt besser, womit ich wegkomme beim Dummsein. Und diese Limits reize ich jetzt vollkommen aus. Wir schauen ja natürlich über Watch Together und ich schaue mit Bob der Meister. Ah, yes. Bob der Meister, yo, wir schaffen das! Kann man dafür gestrikt werden, wenn man das abspielt? Wenn man es abspielt, glaube ich schon. Und geil, bei mir leckt's jetzt schon. Ja, bei mir auch. Ah, sehr gut. Ja, perfekt, Junge. Hängt's bei dir auch bei dieser 2? Ja. Nice. Ich glaube, ich kann auch die Videoqualität nicht umstellen. Boah, das ist ein geiler Beginn. Also ich muss sagen, Pokémon Legends sieht gut aus. Ja, ey, wild. Wenn's nicht klappt, gehen wir auf YouTube und gucken's einfach parallel. Lal. Ah ja, jetzt läuft's auch bei mir, auch wenn's viel zu laut ist. Jetzt ist es leiser. Ich hab zwar keine Ahnung, ob die Lautstärke gut passt, aber... Probleme mit dem Abspielen von mir aus, dass ich versuche, deinen Adblocker zu deaktivieren. Am Arsch mache ich das. Ja, ich gehöre mal noch zu den Ehrenmännern, die jedem sein Geld gönnen. Ich habe keinen Adblocker drinnen. Wenn es weiter laggt, mache ich es fürs Video, aber ansonsten nur für Content, Bruder. Für den Content, Habibi. Für das Geld, was? Oh mein Gott, können wir eigentlich drüber reden, wie hässlich diese Zahlen alle sind? Ja, was meinst du? Das ist doch moderne Kunst. Ne? Und mal gucken, ob das Intro dieses Mal auch wieder 5 Minuten dauert. Oh, das Intro ist rum. Jetzt natürlich wieder viel zu leise. Ja, der Ton ist vom Video ist mir ehrlich gesagt eh recht schnuppe. Ich wusste natürlich, es. Natürlich. Ja, verpisst euch. Yay. Also ich hab's ja gespielt, das ist ganz witzig, aber... Oh yeah, ja. Mobile. Ja, wir hatten das erwartet. Krass. Mega geil, ich freu mich. Ich hab Switch gespielt, aber es ist schon nice, aber...
So richtig hardcore spielen ist echt nie, Alter. Wow. Krass. Das ist ja super. Fucking Slam Dunk. Yay. Fun Fact, dieses Pokémon ist OP. Ja, das habe ich schon gehört, dass das so eins der stärksten, wenn nicht das stärkste ist. Und einige Pokémon, die noch kommen, aha. Das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil ich finde, einige sind noch nicht drin, die es verdient hätte. Oh, Mamutle, cool. Das ist schon schön. Vielleicht ja, Mamutle ist ein cooles Mon. Ah, Felinara. Ja, das ist in meinen Augen auch ein Schuss. Verständlich eigentlich, sehr verständlich. Ja. So ein Mage-Pokémon, ja, macht Sinn. Hm. Ja, okay, das war's. Krass. Das hat mich jetzt weggedönert. Einige unser anderer Spiele. Ah, ja, okay. Hm, danke. Alter, krass. Insane. Ich hab's vergessen, dass das existiert. Wow. Ich hab mein Mikrofon geschlagen. Das ist ja wirklich insane. Junge, dafür bin ich hier. Hm. Dafür bin ich gleich wieder weg. Gott. Oh, krass. Yay. Ich meine, der Artstyle ist ganz cool von dem Game, aber das war's dann auch schon. Irgendeiner der Zuschauer wird sich jetzt so denken, oha, das ist voll cool, und wir so hier, scheiße. Was soll das? Anzünden! Wow, ich bin hyped. Oh ja, wo wir gerade von Hype reden. Was ist das? Ich kenne das nicht, ich kenne das No-Joke kein bisschen. Das ist einfach so eine App, wo man ein bisschen kämpfen kann. Oh, anscheinend... Ich glaube, N war noch nicht drin. Aha. Bei mir hängt das immer mal so wieder. Ja, ja. Immer mal wieder so, weil es zurückgeht. Und da stand es mal so: He has arrived, he has arrived. Yep. Das war genau so bei mir. Er gibt aber auch Sinn, wir gucken parallel. Ha, Jesus! Haha, Jesus. Haha, wieder Jesus. Oh, stimmt. Ist ja auch zurückgespult. Und ja, den gab's noch nicht. Yay. Ich bin sehr hyped. Ich weiß nicht, dass... Das Spiel hat eine Handlung? Was? Das klingt wie die Afterstory von Ultra Sun, Ultra Moon auf Wish. Warum glaube ich, die Story besteht eigentlich nur daraus, dass man lauter Antagonisten bekämpft? Wir nehmen gerade auf, wer auch immer reingejoint ist. Ach so. Keck. Komm, was jetzt? Wow! Also bisher echt Hype. Mir scheißegal. Ich meine, mein Bruder spielt's immer noch, der Süchtling, aber... Yay. Irgendwie, die haben gar keine 7th-Gen-Pokémon in Pokémon Go auch gebracht, ne? Die haben einfach direkt zur 8. geskippt. Also... Ach, die 7. wäre ja auch scheiße, die kann man skippen. Wenn man die 7. skippen will, dann sollte man doch nicht die 8. stattdessen nehmen. Aber die 6. ist schon drin, oder? Einiges, ja. Also für die, es nicht mitbekommen haben, hier Lord Eckes gerade einen Call gejoint, weil Schinken. Weil er behindert ist, keine Ahnung. Yes. Und weil ich stöhne. Kommt jetzt endlich mal was Relevantes. Ah, nein! Aber das juckt euch ja auch nicht so, oder? Weil.
Diamond Pearl? Mich juckt's nur am Sack, aber Pokémon Shining Pearl und so, nee. Haha. Comedy. Krass. What the fuck ist das schon wie... Hä? Was hab ich verpasst? Was hat das... Ja. Grüß dich. Warum steht da nicht Servus, Alter? Ich find's super. Der Trailer einfach nur grüß dich. Ich find das witziger, als es ist. Ich finde, sie hätten es da cutten sollen. Einfach grüß dich. Ja, einfach nur grüß dich, Trailer-Ende. Ja. Ich finde den Artstyle immer noch hässlich. Ich meine, ich finde ihn jetzt nicht so schlimm, aber... Hast du den Rivalen gesehen, Alter? Nee. Ja, der ist hässlich. Ich hätte den Artstyle retromäßiger machen müssen, irgendwie so ein bisschen wie Octopath Traveler oder sowas. Oh, das Pokémon hinter wie in Hard Gold hinterher rennt, ist ziemlich nice. Das ist cool, ja. Ich hoffe, die Lautstärke passt, weil ich jetzt nicht bereit war, dass du im Call joinst, aber... So, ich kann auch mich ein bisschen leiser machen oder so. Ja, mach vielleicht mal. Ich glaube, du bist ein bisschen lauter. Okay. Wenigstens in dem Kampf nicht dieser Chibi-Stall. Joa. Besser. Und es sprüht mal wieder zurück. What jetzt the ich auch. Fuck? Was sieht denn das? Oh Gott. Was? Oh yay, Kostüme wieder. Die sehen irgendwie auf der Overworld scheiße aus. Oh nein! Und die Wettbewerbe sind zurück! Ja! Nee, das sah aus wie ein Rhythmus-Spiel! Nein, das ist ein scheiß Rhythmus-Spiel, Alter. Sofort dabei. Hab ich was? Ah, der Untergrund. Der Untergrund ist nice. Ah, da sind meine Witze, was? Aber es sah fast genau gleich aus, einfach wie im Original. Sad. Sind da gerade... Alter, da laufen wilde Pokémon frei rum. Das finde ich gut. Das mag ich, dass man die nicht nur random encountert. Wow. Sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum. Ha. What the fuck ist das für ein Hintergrund? Der ist ja ganz scheiße. Dann kam Hitler, was? 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 Okay, also den einen Hintergrund gerade beim Cyrus-Kampf, der war ganz cool, aber gegen die normalen von Team Galactic. Oh, nein, Cynthia, Junge. Yes. Aber Cynthia ist eh fucked, wenn es jetzt Feentypen gibt. Nee, ich meinte eher ihr Aussehen, Junge. Ja, das sowieso. Wenn wir auf Rip 34 kommen... Wenn die Legis Mega-Entwicklung bekommen, bin ich happy. Oh, das wäre cool. Groß, oder? Mega-Dialga würde ich sehr fühlen. Du musst Mega-Entwicklung nehmen. Nö. Ja, nee. Das war jetzt hoffentlich nicht alles, oder? Nein, die geht auch irgendwie, wie lange geht die 25 Minuten? Es gibt so? Ja auch noch News über andere Games als das. Ja. Digga, das war ja gar nichts Neues gefühlt. Ja. Okay, jetzt kommen anscheinend noch ein, zwei Sachen. Yay. Also ich will ja nichts sagen, aber die Remastered müssen schon verdammt gut sein, die, weil vierte Generation war eine der besten. Jo, ich meine, ich mache mir sowieso Feinde, aber ich habe sie ja nicht gespielt, aber... Fucking Knospi. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse das Viech. Ja, scheiße. Aber irgendwie in dem Spiel existieren irgendwie auch kaum Lichtquellen, habe ich das Gefühl. Es wirkt so matt irgendwie. Kampf Overlays, interesting. Also manche Gegenden sehen auf jeden Fall ganz cool aus, finde ich. Die Charaktere halt nicht.
Na, so alt. Echt so. Komischer Stil. Oh, das der scheiß Schnauze, Alter. Gott. Oh mein Gott, ich hasse es. Ja, die Rivalin starrt dir in die Seele, Junge. Ja. Okay, ich bleib dabei. Die Umgebungen sehen ganz gut aus. Die Charaktere sind das Schlimmste. Hilfe. Also, als ich es am Anfang gesehen habe, dachte ich mir, ja, sieht ein bisschen schlecht aus, aber geht. Aber jetzt, wenn man so mehr sieht... Ja, nee, same. Nee. Hier, dieser Hintergrund, ich hasse das. Warum ist das einfach nur lila? Das macht keinen Sinn. Das sind die Perle, Junge. Das ist genau so eine Sache in so einem Trailer. Das habe ich immer. Eine Sache, die eigentlich scheißegal ist, die mich so enorm triggert. Yay, mal wieder noch was noch wiederholen. Ah. Ah. Junge! Das sieht fast. Das Minispiel sieht fast so aus wie im normalen. Perfect. Okay, das ganz nette so Minispiel gibt wenigstens. Ja. Aber das wird auch wieder für Vollpreis verkauft werden, oder? Vollpreis wahrscheinlich. Ja. Natürlich. Ja, Vollpreis. Das ist mein Problem daran. Ja, also wenn ich meine, für 30 Euro, ja, aber für 60. Also ich muss sagen, das, was mir bisher am besten gefällt, ist, dass eben echt Pokémon so einfach rumlaufen wieder. Ich hoffe, das ändern sie auch nicht mehr in anderen Generationen. Das ist einfach cool. Ja. Ah, Katz. Oh, yay, das freut mich ja. Mann, super, danke. Ich liebe alles daran. Das ist Kaufgrund Nummer 1. Ja, ne? Hm. Ich weiß nicht, warum Nintendo immer so diese Dinger reinhaut. Weil, als ob sich irgendjemand darum schert, Alter. Ich meine, so Outfits, ja, so Outfits finde ich an sich ganz cool, aber die sehen halt auch so scheiße aus auf der Overworld. Die würden gut aussehen, wenn die Charaktermodelle gut aussehen würden. Ja, auf der Overworld sind die so behindert, die Kostüme. Aber ich glaube, die Overworld, ja, keine Ahnung. Ja, und ich gewöhnt man sich dran. Hatte gute Kleidung, das war gut, aber ansonsten... Und ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Ja, da weg damit. Und das da ist der Festival Plaza von Wish. Wie ist eigentlich die richtige Aussprache von Pokémon? Das heißt doch Pokémon Arceus, oder? Oder nicht? Ja, wie man das nicht ausspricht, streitet sich doch eh jeder. Also ich bin für Arceus. Wer was anderes sagt, wird gesteinigt. Ich bin eigentlich auch Arceus, Mensch. Klingt so ein bisschen wie der Gott Zeus halt dann. Eben. Ich finde immer dieses Pokémon so weird mit diesen riesigen Nachtlöcher. Die schlimmste Aussprache finde ich eh Arceus. Ja, okay, das ist gerade wirklich steinig. Wie irgendeine Pharmazie-Firma oder so. Ja, also, ja, stimmt, klingt wirklich so, ja. Ja, also, ich will nichts sagen, aber der Trailer hat meinen Hype jetzt irgendwie nicht gesteigert. Eher nur so gesenkt, ne? Das geht nicht, der war eigentlich schon auf Null. Also ich bin enttäuscht, obwohl ich nicht enttäuscht sein konnte, weil ich nichts erwartet habe. Okay, Switch sieht nicht schlecht aus, aber... Ja, okay, das sieht cool aus. Aber leider auch noch von einer Seite, oder? Das Problem ist, das ist nur eine Light. Ja. Sieht ein bisschen aus wie 3DS früher aussah, finde ich, diese Farbe. Sieht ein bisschen aus wie deine Mutter. Jetzt war wie es so halb übersteuert war, aber nicht komplett. Nice. Jetzt! Komm, bitte! Das von Game Freak entwickelt wird, ist kein gutes Zeichen, aber... Ach, das soll kein Leckfest sein. So. Jetzt wird's interesting. Die Starterwahl fühle ich ja sowieso. Ja, die ist richtig nice. Ich mag jedes einzelne davon eigentlich. Hm. Und Feurigel hat endlich wieder auf dem Rücken gescheit diese Flammen. Ui. Ja. Sieht schon nicht schlecht aus, dafür das Switch ist. Hängt gerade schwer zu beurteilen, weil es viele Artefakte gibt, irgendwie wegen dem Livestream. Ja. Ich habe den Eindruck, es sieht schon ein bisschen besser aus als beim letzten Trailer, aber
Man sieht halt, dass es keine Kantenklettung gibt. Das ist ziemlich krass. Ja, das ist halt so eine Sache, die sie hoffentlich noch ändern. An aber sich, ich finde die Beleuchtung ganz gut. Die sehen ganz cool aus. Oh, nice. Also, es sieht wirklich cool aus eigentlich. Ja, das Spiel werde ich mir auch sehr sicher. Okay, die Stadt fühle ich. Oh. Oh, da stehen sogar mal NPCs. Wow, das ist nichts Neues. Oh mein Gott, das war Adolf! Was? Oh, Junge. Oh, guck mal, der Breath of the Wild Trailer. Richtig auch so mit Terra endlich mal. Ja. Nicht nur so Stufen, die nach oben führen. Aber die Frage ist, tun die auch Gameplay zeigen, oder nicht? Das ist gerade Gameplay. Ja, aber ich meine längeres, nicht so, nicht aufgeschwimmtes. Nicht heute. What the fuck ist das? Was? Aber ich finde, die Kämpfe sehen viel aus. Wo ist das ein Vulcano? Stimmt, das ist eine merkwürdige Form. Ja, weißt du, das ist ja vor, was weiß ich, wie vielen Jahren. Vielleicht so eine Senpai-Form, so eine Senpai-Form. Was? Vulkane sehen ja aus wie Kaiser Wilhelm. Also ja, das ist eine Senpai-Form. Ah, da waren mal ein paar Ruinen. Ich hoffe, da kommen mehr Ruinen vor. Auf das Spiel bin ich auf jeden Fall mehr halb. Oh mein Gott. Das ist cool. Yo, das sieht cool aus. Oh mein Gott, das ist nice. Oh mein Gott. Und anscheinend... Der Soundtrack ist auch nice. Es gibt anscheinend... Oh mein Gott, ey, das fühle ich. Okay, das ist schon cool. Oh. Aber trotzdem ist es ein bisschen muddy hier. Ich habe auch ziemlich viele neue Pokémon-Formen. Alter, der Soundtrack geht ab. Oh mein Gott. Digga, das ist einfach Zelda als Pokémon-Game. Oh, komm, Story-Teaser. Oh, das sieht... Okay, richtige Kämpfe. Die das Pokémon können einen angreifen. Oh mein Gott, das fühlt. Das ist alles, was ich wollte. Pokémon, die Menschen abbrüchten. Oh, die haben Tollwut. Das ist mal ein cooles Feature. Und irgendeine Art Special-Move anscheinend. Oh. Okay, der Trailer erzeugt schon Hype bei mir, muss ich sagen. Das ich bin sehr, Type. Ich bin vor allem sehr überzeugt vom Soundtrack bis jetzt. Ja, Soundtrack. Oh, wenn man echt so rumstehen kann mit den Viechern, wenn man auf der Overworld so mit denen interagieren kann, das wäre so geil. Und dass man halt echt endlich mal von Pokémon selber angegriffen wird. Es macht halt Sinn, es ist sogar im Anime so teilweise. Oh, der Trailer hat jetzt schon Hype erzeugt bei mir. Also, das fühlt sich so an, wie Pokémon eigentlich sein sollte, finde ich. Jo. Und ist das eine Ingame-Cutscene? Nee, nie im Leben. Eigentlich nicht. Oh. Jo. Stand halt unten nicht dabei, Bildinhalt nicht aus dem Spiel entnommen, deswegen macht's ja eigentlich oft. Ja. Das fühle ich. Das wird schon. Ich glaube, wenn sie es nicht rushen, wird das sehr gut. Also holen werde ich es mir auf jeden Fall und ausprobieren. Ich kann mir halt vorstellen... Ich sag mal so, die Idee sieht gut aus, die Umsetzung ist halt so ein bisschen wegen technischen schwierig. Ja, das ist auch das, was ich erwarte, dass es technisch nicht so toll wird, aber vom Gameplay her und von dem ganzen Zeug ein sehr gutes Game. Ja, das vielleicht schon. Das kann schon sein, ne? Ich fühle halt die Umgebung und diese neuen Pokémon. Oh, die Karte. Oh, die ist cool. Ich mag diesen Artstyle von der Karte. Aber hier wirkt es halt flacher. Was bergiger ist, das sieht schon cool aus. Das sieht cool aus, hier zum Beispiel. Oh, das habe ich gefallen. Und Schneegegenden kriegt man mich immer mit. Diese Stadt ist aber auch cool. Jo. Was schätzt ihr, was ist das für eine Auflösung? 500p oder was? Galaktik-Expedition. Was? Also Jubeldorf ist anscheinend so die Hauptstadt offensichtlich. Ja, ich bin sowieso so ein feudales Team immer ganz geil in Videospielen. Auf Deutsch, man ist so irgendwie selber Team Galaktik in dem Spiel, aber die sind keine Arschlöcher oder was? Oh mein Gott, was ist denn das für einer? Alter, ja, so bist du's?
Der fucking Professor Lahm. Du bist einfach Gunther aus der Dönerbude, Alter. Du kannst mich auch Jason nennen. Ich hab den Namen schon längst revealed. Ich weiß. Okay. Oh, sie zeigt vielleicht gleich Adolf. Damals, ich will doch mal Adolf damals sehen. Damals war Galactic also noch... Adolf! Ey, keiner kann mir sagen, dass der kein Antagonist ist. Fuck you all. Alter, der ist geil. Ach, der Kimono. Der hat den Drip. Das ist einfach... Schau euch die Sandalen an. Das ist der Gucci-Trip. Das ist Japan, Adolf. Wird das der Titel vom Video? Ich würde dir gerne küssen. Was? No. Darf ich ihn fragen, warum manche dieser Bäume blau sind? Okay, der Baum sieht jetzt sogar ein bisschen besser aus gerade. Ja, die Karte sieht ganz cool aus. Mhm. Ja, die ist schon gemacht. Deine Mom nicht. Oh. Dadem! Ich frage mich halt, ob die Story gut ist, weil die wirkt ja ein bisschen besser als in den anderen Spielen irgendwie. Also besser als Schwert und Schild wird sie sein, das ist aber alles außer eine Kunst. Aber wirklich, das ist cool mit dem Heranschleichen und sowas. Das mag ich. Alter, man kann von Pokémon umgebracht werden. Die Effekte sehen auch mal gut aus, einigermaßen, oder? Die sind ja oft ziemlich schwach. Boah, ich bin mal echt gespannt. Ah, man muss sich sogar ausruhen. Das ist auch Sidequests. Da gibt es ein paar Rollenspielelemente irgendwie, ein ganz kleine. Fange Pokémon. Alter, wie geil! Oh, die Gegenden gefallen mir. Alter, das Spiel braucht eine Switch Pro oder so. Ja, gut aus. Die Gegenden gefallen mir echt. Speedizza. Oh mein Gott, ja. Das war alles, was ich wollte. Oh, die Pokémon verhalten sich natürlich. Ja, und irgendwie in den Imperial Legendary ist gerade auch nicht so doll wie im ersten, habe ich das Gefühl. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Kampf. Aber stimmt, die Pokémon wirken natürlicher irgendwie, ja. Ah, man kann sozusagen entscheiden, ob man mit dem eigenen Pokémon gegen Wildes kämpfen will. Das finde ich auch toll. Oh, man kann manchmal mehrfach hintereinander angreifen, das fühle ich. So ein bisschen, das ist eine schöne Freiheit. Und was sind das für Rollen? Oh, da? Das gefällt mir. Ein bisschen überarbeitetes Kampfsystem. Was ich auch hoffe, ist, dass man vielleicht mit irgendwie so anderen Aktionen Pokémon fangen kann. Weil, wie so im Anime, dass man die befreundet so. Weißt du? Ja, das wäre cool. Also vielleicht hole ich mir das sogar. Ich hol's mir auf jeden Fall. Das Ding ist explodiert. Das finde ich echt strategisch cool, dass man jetzt noch entscheiden kann, ob man irgendwie die Attacke schnell oder stark haben will. Mhm. Einfach mal das ein bisschen das andere, das oder was? Hat mir gefallen, muss ich sagen. Ja. Dieser Professor ist der größte Kack. Neues Kampfthema sowieso mal längst fällig. Ich frage mich, ob das Spiel auch irgendwie was cooles Korbmäßiges hat oder so. Das stand schon. Auch Shinux hat anscheinend mehrere Formen. Es wird viele Pokémon mit mehreren Formen geben. Die Pokémon. Ich auch cool. Ich bin auch die Hitler irgendwie. Das ist das erste Mal, dass ich sage, Alter, das sieht so geil aus. Ja, ey, das wurde. Ich glaube, es war ein Garados oder so. Das war Hitler-Pokémon. Das sind neue Pokémon. Okay, großteils. Es sind umgewandelte alte Pokémon. Nee, eine neue Entwicklungsstufe. Neue Entwicklung, ja. Ach, cool. Das Viech hat so dringend mehr gebraucht, finde ich. Ich mag das Pokémon eigentlich. Aber das hatte halt nichts. Das wird auf jeden Fall in meinem Team aufgenommen. Ja, bei mir sehe ich auch Potenzial. Das habe ich mir auch gedacht. Alter, Barschuft, eine Weiterentwicklung. So dringend. Die sieht cool aus, finde ich. Barschuft, Junge. Ja! Oh mein Gott, ja! Das ist Alter, so das wichtig. Ist so geil. Schön verschnörkelt irgendwie ein bisschen so die Muster. Das gefällt mir. Natürlich ist wieder irgendwas, was wir hier entsammeln. Genau. Typisch-Pokémon. Und das ist Alter, eben so Regional-Pokémon. Irgendwie mag ich das Vulcano. Und das finde ich saugeil, so das war Shaquille. So ja, das ist wirklich, das sind schöne Themes irgendwie bei den Pokémon. Nicht, oh mein Gott, ja! Alter, ja. Das fühle ich. Oh, wie süß. Was? Das sieht aus wie ein Kaiser Wilhelm oder so. Ja, das ist voll, voll süßes das, Pokémon, das oder? Hat irgendwie. Was. Ich finde es voll süß. Was. Es hat echt was, muss ich sagen.
The horn on its head is made of rock, but it breaks easily. Besteht aus Stein. Das ist ein Gesteins-Pokémon anscheinend. Ja, ach, echt, Arceus spielt eine Rolle, Sieg! Hätte man nicht gedacht. Ich bleib dabei Japan, Adolf. Ich hoffe, die haben noch mehr solche geilen von der Region jetzt, neuen Versionen, das ist echt cool. Ja, also ich muss sagen, von den die neuen Formen und Weiterentwicklungen, die man bisher gesehen hat, fühle ich. Ja. Ich finde das richtig hart. Ja, also das war endlich mal geiles Announcement. Das war wahrscheinlich dann auch das also Ende der Präsentation. Ich bin tatsächlich relativ optimistisch für Arceus. Ja, ich hätte es nicht gedacht. Ja. Wenn man das mit der Auflösung und so okay findet, dann ja. Also wenn man damit klarkommt, auf jeden Fall, dann... Ja, also ich bin eher nicht so wirklich grafikhurenmäßig. Mir geht's echt ums Gameplay. Ich schon. Ja, das weiß ich. Boah, also ich bin positiv überrascht. Ja. Wenn beides ich auch. Nicht komplett beschissen ist, dann ist alles gut. Oder ist jetzt nicht komplett beschissen, meiner Meinung nach. Ja, also die Remakes halte ich halt nicht viel von, aber... Ich finde es echt am einiges spannender als dieses Remake. Also. Ja, Legends sowieso. Wusste ich auch von Anfang an viel cooler. Ich hoffe, wir haben sie nicht kaputt geregelt jetzt. Ich habe gar nicht so viel mitbekommen irgendwie. Das war mal cool. Das war's dann wohl. Ja. Noch irgendwelche abschließenden Worte? Ja, so stinkt. Ich fand's ganz nett, muss ich sagen. Jetzt also, kommt noch mehr, wir nehmen auf, Leute! Ah, Marcel, verpiss dich. Nö, Breath of the Wild in Pokémon, das ist doch super, oder nicht? Ja, also wir haben's eigentlich alle gefeiert hier. Ja, ich finde es super eigentlich. Geil. Ja, das sieht schon echt cool aus, auch die neuen Formen. Na gut, haut rein. Bis und der erste bei uns auf Server schreibt schon, Arceus sieht schwach aus. Wir feiern das so gerade richtig. Es ist schon nice. Aber ja. Sehen ist ja Breath of the Wild irgendwie. Ich weiß also, nicht, wie es sieht. Ich finde es geil. Es sieht so aus wie das, was Pokémon wirklich braucht. Ja. Dass die mal ein richtiges RPG draus machen und nicht nur so möchte gern. Und vielleicht mal eine Story. Ja, das wäre vielleicht ganz praktisch. Also Gen 8 hasse ich. Tschüss. Die Story von Gen 8 hasse ich so sehr. Ich hoffe einfach, dass sie das besser machen, Arceus. Die Story in Gen 8 ist ein fucking Plothole. Aber ja, ich weiß irgendwie nicht, ob mich noch irgendwer hört. Moin. Hi. Okay, weil keiner geredet hat, ja. Dann ist das Video an der Stelle auch rum. Ich würde sagen, Abo dalassen. 500 Abo dieses Jahr sollen noch drin sein. Deswegen draufdrücken. Zündet euch alle an. Also nicht die Zuschauer. Doch, er meint euch. Ja gut, mit diesen Worten beende ich das Video.